Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stahl, Schere, Papier. Heute mal von außerhalb. Wir drehen heute mal draußen und das hat erstmal einen technischen Grund. Wir haben ein neues Kamera-Setup mit so einem Puschelmikro, Griff und neuer Kamera und so weiter. Und dieses Setup wollen wir benutzen, wenn wir zum Beispiel bei Stahl auf der Heide Sie mal erwischen oder wenn wir Sie in der Ausstellung erwischen, um mal Interviews mit Ihnen zu machen, wenn wir auf Konferenzen sind, wenn wir auf Dienstreisen sind, wenn wir also von unterwegs bloggen wollen, wenn wir also Videos drehen wollen, um Sie auf dem neuesten Stand darüber zu halten, was wir so tun. Und um rauszufinden, ob das funktioniert, habe ich dieses Setup jetzt mal gegriffen und bin vor die Tür gegangen. Und wir sind hier am wunderschönen Maschsee in Hannover. Sodass Sie auch mal was anderes sehen als immer nur Panzer, die zwar natürlich tolle Bilder liefern und zentraler Inhalt dieses YouTube-Kanals sind, aber man kann ja auch mal was anderes gucken. So, das zur Vorrede. Jetzt zur Sache. Wie Sie wissen, ist der Großteil der Videos, die wir bei uns haben, auf Deutsch. Das hat sich einfach so ergeben. Wir haben am Anfang vor allen Dingen ein deutsches Publikum gehabt. Wir sind deutsche Muttersprachlerinnen und Muttersprachler bei uns im Haus und das war das Einfachste und Schnellste, um diese Videos zu bauen und zu produzieren. Nun ist es so, dass wir mittlerweile sehr stark international wahrgenommen werden und lauter Leute kommen bei uns auf die YouTube-Channel, sehen die Videos mit tollem Bildmaterial, aber verstehen natürlich nichts, weil Deutsch ja nun nicht die weit verbreitetste Weltsprache schlechthin ist. Das bedeutet, wir könnten, und das wird ganz oft gewünscht, die Videos, die wir haben, untertiteln. Die Untertitelfunktion ist relativ einfach. Und wenn man die gesprochenen Worte übersetzt, kann man eben den Text unten erscheinen lassen. Nun ist es aber so, dass wir im Haus das nicht können, weil wir nicht die Zeit und das Personal dazu haben und weil wir auch, wenn wir genug oder gut genug Englisch sprechen, um es zu benutzen, einfach jetzt nicht so fit sind wie Native Speaker oder Leute, die das studiert haben oder Leute, die im Ausland leben und die Sprache sich angeeignet haben. YouTube bietet für diesen Fall dankenswerterweise die Option des Community Contributing. Das bedeutet, Sie können ganz einfach unsere Videos untertiteln, wenn wir das freischalten. Wir haben das bis jetzt nicht freigeschaltet, weil wir von dieser Funktion nichts wussten. Ich habe das heute erst gelernt. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass Sie, also die Community unseres YouTube-Channels oder des Panzermuseums, uns ja schon ganz oft angeboten hat, wir würden das für euch machen. Wie geht das? Lasst uns doch mal daran. So, das bedeutet, genau das versuchen wir jetzt. Wir werden an diesem Wochenende die Funktion des Community Contributing freischalten. Das bedeutet, Sie erhalten die Möglichkeit, unsere Videos zu untertiteln. Ich werde gleich mal zeigen, wie das funktioniert, wo Sie die Schaltflächen finden und so weiter und so fort. Und dann kann es losgehen. Wir behalten uns vor, dass wir uns das erstmal angucken. Wir müssen mal schauen, was da an Material kommt, wie das so ist, wie viel das ist, wie das hin und her geht mit Editieren und so weiter. Denn es ist ja so ein bisschen wie eine Wikipedia. Alle können was machen, können sich gegenseitig korrigieren und so weiter und so fort. Das werden wir uns erstmal anschauen und gucken, was dabei rauskommt, gucken, ob uns das gefällt. Und dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Wenn uns das gut gefällt, lassen wir es freigeschaltet und die Community kann nach und nach unsere ganzen Videos untertiteln. Wenn es uns nicht so gut gefällt, dann schalten wir es erstmal wieder ab und denken nochmal neu. Es gibt zum Beispiel die Idee, dass man es ein bisschen formalistischer macht und uns komplette Transkripte zugesandt werden, die wir erstmal gegenlesen und so weiter und so fort. Aber daran wollen wir jetzt mal nicht denken. Ich bin da optimistisch. Ich glaube, da kann ganz viel Tolles aus der Community kommen. Also wir schalten es am Wochenende frei. Und ja, dann sind wir mal gespannt, was von Ihnen kommt und wie lange es dauert, bis alle unsere Videos englisch untertitelt sind. Oder vielleicht sogar in ganz anderen Sprachen. Wobei wir dann wieder das Problem haben, dass wir nicht prüfen können, was da steht. Das müssen wir uns auch mal überlegen. Also wir würden uns freuen, wenn Sie uns die Arbeit abnehmen, wenn Sie für uns arbeiten würden. So ehrlich muss man sein. Ideal wären natürlich Native Speaker mit militärischem Hintergrund, das wäre natürlich perfekt. Aber auch andere Native Speaker oder Leute, die Englisch studiert haben oder Leute, die im Ausland leben oder Leute, die einfach ein super gutes Sprachgefühl haben, können das machen. Sie sind aufgerufen, das zu tun. Wir gucken uns die Ergebnisse an und wir sind sehr gespannt. Für die, die sich die Mühe machen, auf jeden Fall schon mal vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie uns mit Ihrer Arbeit unterstützen wollen. Und bis bald. Tschüss.